Was hier passiert ist, ist meine Schuld. Früher war das eine schöne Stadt. Als ich herkam, dachte ich, ich könnte helfen. Sie sagten, ein Tropfen meines Blutes könnte alles ändern. Leute heilen und sogar vor dem Tod bewahren. Eine Welt, in der niemand außen vor bleibt. Überfließende Krüge, Bäche lebendigen Wassers. Wie dumm ich war. Sie waren Monster. Ein Tropfen genügte ihnen nicht. Sie nahmen sich alles. Jetzt wird dieser Ort Stück für Stück von etwas Bösem verschlungen. Als die Leute hier erkannten, was vor sich ging, war es bereits zu spät. Sie gehen sich selbst an die Gurgel, betteln die Monster an, sie zu verschonen. Manche verstecken sich, verängstigt. Auf Rettung warten, die nicht kommt. Andere wollten fliehen. Doch die Monster, die das hier losgetreten haben, ließen es nicht zu. Es gibt kein Entkommen. Niemand glaubt, dass Dinge so schlimm werden könnten, bis sie es tun. Dann ist es zu spät. Aber einige haben begonnen, zurückzuschlagen. Ich glaube, sie können diesen Ort retten. Ihnen steht nur eine einzige Sache im Weg. Eine ganze Stadt voller Vampire. Du kannst mir nicht entkommen. Niemand wird es. Ihr gehört alle uns. Die anderen wollen deinen Tod. Aber ich will dich hier, lebend. Ich kann dich gebrauchen. Du siehst die Sonne niemals wieder. Jo, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier Verdammt. Zu Redfall. Der Captain sollte uns von dieser Insel runterbringen. Ruhe in Frieden. Ja, ich dachte, wir gucken uns Redfall mal an, weil es ja auch
kostenlos im Game Pass ist. Von daher... Brauche medizinische Vorräte. Wer weiß, was da draußen noch ist. Sehr schön, wie er das sagt. Okay, Licht kann man, glaube ich, ausmachen. Was haben wir da? Ja, wir haben hier ganz schön viel zu lesen. Da haben wir noch ein Backpack. Okay, Schrotmunition, das gefällt mir gut. Haben wir denn hier auch irgendwo eine Flinte? Oh, da haben wir auf jeden Fall eine Waffe. Schon besser. Und wir haben ein wenig Munition. Das ist übel. So, wir laden direkt mal nach. Dann gucken wir mal, hier sollten wir eigentlich jetzt soweit erstmal nichts mehr haben. Okay, haben wir noch ein bisschen Kleinkrams, den wir mitnehmen können. Einfach mal alles aufsammeln. Ja, alles, was nicht nied- und nagelfest ist, nehmen wir mal mit. Wo kommen wir denn hier nach draußen eventuell? Nein, das tun wir nicht. Das heißt, wir müssen uns hier wohl noch ein bisschen weiter umsehen. Da vorne können wir uns auch noch was angucken. Vermisstenanzeige. Wunderbar. Und hier geht's noch weiter nach unten. Oh je. Für die gibt es auch keinen Kommen mehr. Nee, nicht wirklich. Das, wäre ja auch zu schön, wenn es für die noch ein Entkommen geben würde. Alter, das sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. Sehr cool. Ja, hier geht's wieder rein. Ah, hier haben wir noch ein schönes Auto. Kann man leider auch nicht mitnehmen. Da haben wir aber noch ein bisschen was. Wunderbar. Haben noch ein bisschen Munition bekommen. Und hier können wir scheinbar ein bisschen was. Türentriegelung. So, wunderbar. Ja, das hier hin können wir direkt wieder wegnehmen. Dankeschön. Okay, sieht schon mal verdammt geil aus. Was ist mit der Sonne los? Ja, die ist wohl ein bisschen verdunkelt da oben, ne? Mann. Und was zur Hölle haben die vor? Am besten die Bewohner meiden. Die sind nicht freundlich gesinnt. Okay, die können wir also meiden. Oder wir können auch kämpfen. Okay, den haben wir erledigt. Ja, den kriegen wir scheinbar nicht. Okay, nice. Wow, holy moly. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, mein Freund. Dankeschön. Wunderbar, okay, kommen denn hier noch mehr? Oder war es das jetzt erstmal? Wow, what the fuck? Von wo kam das denn? Ah, von dir da unten also, ha? Huh? Okay, wir heilen uns mal ganz kurz. So, da haben wir ein bisschen einstecken müssen, leider. Hier oben scheint keiner mehr zu sein. Heißt, wir machen uns dann vielleicht mal hier weiter. Oh. Wir könnten natürlich auch den Weg hier nehmen. Da können wir uns scheinbar ein bisschen vorbeischleichen. Oder auch nicht. Doch, hier kommen wir ein bisschen vorbei. Ohne, dass wir jetzt direkt gegen jeden kämpfen müssen. Ah, okay. Die haben auch ein Problem mit der Sonne, das ist schon mal ganz gut. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Und zwar hier vom Boot wieder runter. Zack. Oh. Hier ist ja ordentlich was los, ne? Hm. Wie gesagt, wir könnten kämpfen. Können aber auch versuchen, hier ungesehen dran vorbeizukommen. Schaut zumindest da mal weg. Gucken wir mal, ob wir hier... Ja, ganz ungesehen kommen wir hier leider doch nicht vorbei. Heißt, wir nehmen mal die Beine in die Hand und machen uns ja, mal ganz schnell weg. So, das da vorne sieht doch schon mal gut aus. Da können wir doch bestimmt rein. Leuchtsignale. Könnte eine Falle sein. Oder Leute, die Hilfe brauchen. Oder das. Was haben wir hier? Da haben wir gar nichts. Das ist auch nichts. Hey, beruhig dich. Ihr Kopf hat
mit jeder Stufe Bekanntschaft geschlossen. Okay. Sieht zumindest schon mal so aus, als wären wir hier schon mal halbwegs safe und als wäre hier niemand. Das nehmen wir ganz gerne mit. So, du hast bestimmt auch noch ein bisschen Munition oder so. Wunderbar. Okay, keiner mehr ohne Fahrschein. Wir laufen einfach mal hier hoch. Einfach mal der Nase nach. Oh. Ein Stück. Da oben müssen wir wohl kämpfen, so wie es aussieht. Okay, wir haben hier scheinbar mehrere Wege, wie wir hier reinkommen. Entweder erledigen wir alle, oder wir versuchen, dass wir irgendwie aufs Dach kommen. Das ist eine gute Frage, was wir machen. Wie kommen wir ganz einfach aufs Dach? Das ist halt die andere Frage. Nein. Der Ort hat mich noch nicht umgebracht. Okay. Vielleicht können wir uns hier verstecken. Können wir denn hier hochklettern? Nein, ne? Daran können wir wohl leider nicht hochklettern. Okay, die sehen mich auf jeden Fall schon mal nicht. Kommen wir denn hier rein? Okay, wir haben keinen Dietrich. Okay. Ist hier noch jemand ohne Fahrschein? Ich glaube nicht, ne? Da ist noch ein Backpack, was wir uns noch angucken können. Scharfschützenmunition, geil. Hier kommen wir leider nicht rein. Gut, können wir denn hier was machen? Okay, da kommen wir so auch nicht ran. Wir können natürlich mal versuchen, ob wir hier... Ja, hier kommen wir rauf. So, dann müssten wir doch die Rohre hochklettern können und perfekt. Wir können aber auch von hier aus noch ein paar Leute ausschalten, oder? Ich brauche dringend eine Zigarette. Ach ja? So. Ist auch gesundheitsschädlich, so eine Kugel im Kopf. Aber das wusste er bestimmt. Oh. Oh, Signalpistole, wunderbar. Gut, hier geht's noch weiter nach oben. Dann sollten wir hier wahrscheinlich auch gleich in die Feuerwache hineinkommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, was haben wir hier? Ah. Weiß nicht, was du verpasst. Wenn du rauskommst. Ah. Du hast uns wohl gesehen, ha? Ah, du hast uns nicht mehr gesehen. Kommt denn hier noch jemand? Da sind auf jeden Fall noch Fragezeichen, aber ich glaube nicht, dass die hier reinkommen. Die sind, glaube ich, draußen. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir können uns hier mal gerade noch durchschallen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier was machen können. Hey, alles klar da drin? Ja. Hallo? Wir sind hier drin. Sind die Kultisten noch da? Nein. Ich mache erst auf, wenn sie weg sind. Oder tot. Tot wäre besser. Sie haben den Strom abgestellt. Wir haben Verletzte. Und sie haben einen Blutsauger im Keller, dem sie folgen. Kannst du uns helfen? Ja. Hey, wir brauchen also noch einen Flock. Das wäre schön. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Flock, um den Boss zu töten. Jetzt müssen wir aber erstmal den Strom wieder anstellen. Das können wir draußen machen. Und einen Kultisten haben wir hier, glaube ich, noch. Ich sehe aber gerade keinen. Wo ist denn hier der Hauptstromkasten? Wahrscheinlich dann doch unten im Keller, ha? Gut, dann gehen wir mal gucken. So, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Flinte. Oh, da sehe ich schon ein bisschen was. Okay, unsere Flinte besitzt schon einen Block. Das ist schon mal schön. Autsch. Bro.
Heilig Splashle. Was ist denn mit dir los, Junge? Und dann fällen die doch mal, oder? Die kriegen kein Bein auf die Erde. So, und damit hätten wir also unseren ersten Vampir erledigt. Und hier leuchtet was. Da können wir den Strom einschalten. Oh, schon viel, viel besser. Gucken, ob sie uns jetzt die Türe hier aufmachen und reinlassen. Sind die Kultisten weg? Ja, Mann. Ihr könnt raus. Wir haben sie erledigt.